Hallo Leute, endlich wieder Zeit für gruselige Videos. Los geht's! Das folgende wurde von einem Mann in Mexiko geteilt, der glaubt, dass er möglicherweise einen Riesen mit seiner Kamera eingefangen hat. Man sagt, dass diese wohl in den Höhlen leben. Para encontrar zapatillas de culiao, me dije yo. No, concha de tu madre. Me da el dolor. Concha de tu madre. Oh, que saliera corriendo para acá el culiao. En dos saltos llega, concha de tu madre. Also, was genau war das? Ein echter Riese oder doch etwas Erklärbares? Im Juni dieses Jahres nahm ein Mädchen ein sogenanntes PK-Battle mit einer anderen Frau namens Crystal auf, welche den Abend mit ihrer Mutter im Krankenhaus verbrachte. Sie bemerkten es zuerst nicht, aber in dieser Nacht wurde etwas Seltsames hinter Crystal festgehalten. Alam mo, maganda ka, pretty ka, mag-continuous ka ng live dito, marami kang magiging supporter. Magiging supporter. May shy type. Ngayon lang, nabobored kasi ako. Wait lang. Nakita niyo ba yun? Oh my gosh, nataw sa balahibo ko! Nasa ospital siya, di ba? May kamayin! Es dauerte einen Moment, aber schließlich bemerkte die Frau im weißen Pullover, dass wohl einige Finger hinter Crystal auftauchten. Zuerst dachte sie, Crystal spielte ihr einen Streich, aber als sie darüber sprachen, wurden Crystal und ihre Mutter wirklich verängstigt, was bedeutet, dass dies auf keinen Fall inszeniert wurde. Bis heute haben sie keine Ahnung, was genau hier passiert ist. Es ist kein Geheimnis, dass es täglich viele Unfälle auf unseren Straßen gibt. Manche Menschen glauben, dass diese Unfälle negative Energien an den Unfallstellen hinterlassen können und dass diese dann mit der Zeit immer mehr fatale Unfälle zur Folge haben können. Das folgende Filmmaterial wurde auf einer Mautstraße aufgenommen und von der Dashcam des folgenden Fahrzeuges aufgezeichnet. Offenbar hatte der Fahrer auf seiner nächtlichen Fahrt etwas ziemlich Seltsames erwischt. Auf der rechten Seite des Bildschirms können wir eine durchsichtige Gestalt direkt am Straßenrand sehen. Der Uploader verrät uns außerdem, dass er diese Person bemerkt habe, aber dass sie wohl wirklich merkwürdig aussah. Ihre Haut wirkte gräulich und die Haltung, die sie an den Tag legte, wirkte nicht natürlich. Sie scherzten, dass es vielleicht ein Geist gewesen sein könnte. Beim Überprüfen des Filmmaterials stellten sie außerdem fest, dass auch die Rückfahrtkamera diese Gestalt erfasst hatte.
Sie stand einfach nur dort, ohne sich zu bewegen. Viele Leute stimmen zu, dass dies nicht wie eine gewöhnliche Person aussieht, eher wie ein Geist. Aber was glaubt ihr? War es doch nur eine merkwürdige Person an der Straßenseite? Oder ist hier etwas Paranormales aufgenommen worden? Dies wurde von einem Paar geteilt, das am Abend in den Bergen wandern war. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrten, bemerkten sie anscheinend dieses Wesen auf ihrer Windschutzscheibe sitzen. Man sagt, dass dies ein böser Geist aus der Folklore sein könnte, der sein Baby verloren hat. Könnte das sein? Oder war es doch nur ein Streich, den ihn da jemand gespielt hatte? Das Video hat auf jeden Fall viele Menschen beunruhigt. Das nächste Video wurde im Keller von Mark aufgenommen und auf seinem Kanal Donny Drunkard geteilt. Er dokumentiert seit mehreren Jahren die Geistererscheinungen in seinem Zuhause und ich empfehle, mal seinen Kanal zu checken. Heute versuchte er erneut, Kontakt zur Geisterwelt aufzunehmen und das folgende Video war Teil eines Livestreams, den Mark damals auf seinem Kanal übertragen hat. Das Interessante an diesem Video ist, dass ein Zuschauer von ihm eine merkwürdige Anomalie bemerkt hat. Als Mark das Licht einschaltet, können wir eine seltsame Schattenerscheinung sehen, die einfach in die Lüftungsabdeckung in den Boden verschwindet. Man erkennt es erst richtig, wenn man das Video verlangsamt. Aber ich bin 100% überzeugt, dass dieses Ding mit all den anderen paranormalen Begegnungen in seinem Zuhause zusammenhängt. Ziemlich unheimlich, oder? Viele von euch kennen den Fall von Dustin Lee Fraser, der auf einem Wochenendsausflug in seiner Hütte einige erschreckende Aktivitäten festgehalten hat. Was auch immer ihn zu jener Zeit nachts erschreckt hat, scheint es auch bis zu seinem Arbeitsplatz geschafft zu haben und ihm während der Nachtschichten, wenn er ganz alleine arbeitet, Angst einzujagen. Heute Abend teilte er einige Updates von seinem Arbeitsplatz und anscheinend gibt es dort immer noch viele gruselige Begegnungen. I don't know why that door's open. Okay. But, okay, weird. But anyways, I, oh.
Hey, y'all see anything? Look at my... Oh. And somebody stacked up a chair down here. Jesus, okay. I think they tried to tell me to cut down on the damn cheese. Anyways, oh God. What was I saying? Oh, they didn't have the Baby Bell cheese. So I was like, well, I'll just grab like a string cheese. They did not have a string cheese either. So I was like, well, I found those. And I was like, I'll just grab those because they sound pretty good. So I'm just going to try to vibe because I finally got my school stuff done. So don't have to worry about that. But yeah. Y'all, I just realized that I went through that whole spiel and I didn't even get a plate. Like, I think I'm losing it. I really do. Because... Plate. Anyways. But... I was gonna say something else. But I do not remember now. Oh, I need to find a flashlight so we can try to... Okay. These... These lights are just off. Hello? Hello? Okay, if somebody is in here, first off, oh, I hate that. Okay. How can I do this? Oh, there's a strap on the... There's a strap on. Okay. Oh, I hate it. Oh, I didn't realize that I had flipped you guys around either. Okay, hi. Hold on, let me set y'all somewhere, because I don't want to fall. Okay. I don't know if I can get any higher.
Neben einer unheimlichen Stimme aus dem Dachboden scheint Dustin ebenfalls weitere dieser seltsamen Erscheinungen festgehalten zu haben, als er durch das Diner ging. Es ist also ziemlich sicher anzunehmen, dass etwas mit seinem Arbeitsplatz nicht stimmt, oder? Dieses Video wurde von einem jungen Mann aufgenommen, der angibt, dass er zu dieser Zeit einen nächtlichen Spaziergang im Wald unternommen hatte. Er sagt, dass es nachts dort ziemlich unheimlich sein kann, besonders weil in diesem Bereich keinerlei Straßenbeleuchtung vorhanden ist. Und angeblich liegt sogar ein Friedhof direkt neben diesem Waldstück. Aber bislang hatte er noch nie etwas Seltsames erlebt. Er erzählt uns, dass er ein komisches Wimmern gehört hat und weswegen er ein leichtes Unbehagen verspürte. Er begann dann zu diesem Zeitpunkt mit der Aufnahme und hielt seine Taschenlampe in Richtung der Geräusche. Er beschrieb, dass dieses Ding wie eine graue Wolke aussah, die auf ihn zukam. Erst als er das Video zu Hause ansah, wurde ihm klar, dass es sich vielleicht um einen Geist handelte. Für viele sieht es aus wie ein schwebender Torso. Vielleicht war es ja ein Geist, der aus dem benachbarten Friedhof zu Besuch kam. Jess arbeitet in der Nachtschicht in einem verspukten Krankenhaus. Dort geschehen viele seltsame Dinge und manchmal kann Jess diese Geschehnisse auf Video festhalten und teilen. Okay, there's nobody here, right? Nobody here. What is that? Because it is not me. This is me leaving, closing the door. And here comes the door back opening. And nobody's there. But yet. Hi. What the fuck? Was ist dieser dunkle Schatten? Könnte es ein Besucher aus dem Jenseits sein? Diese Aufnahme stammt von einem nächtlichen Motorradfahrer. Er berichtet, dass er gerade auf dem Weg nach Hause war und beschloss, heute Nacht die Autobahn zu nehmen, um etwas Zeit zu sparen. Er hatte wirklich keine Ahnung, dass heute Nacht etwas Irres passieren sollte. Es war gegen 22.51 Uhr und die Gegend schien völlig verlassen zu sein. Nach etwa 30 Minuten Fahrt bemerkte er etwas ziemlich Merkwürdiges in der Ferne. Etwas, das ihm einen Schauer über den Rücken jagte. Eine mysteriöse Frau kann auf der rechten Seite der Straße gesehen werden. Es ist ungewiss, was ihr genaues Ziel war. Der Fahrer gibt außerdem an, dass die Frau ihre Arme ziemlich unheimlich bewegte. Offenbar hatte er eine Gänsehaut, als er an ihr vorbeifuhr, und beschloss, so schnell wie möglich von dort wegzukommen. Viele Menschen, die diese Aufnahme gesehen haben, kommentierten, dass es möglicherweise der Geist einer Person sein könnte, die in diesem Ort ihr Leben verloren hat. Oder vielleicht eine Person mit einer geistigen Erkrankung. Denn wer würde bei klarem Verstand allein auf einer Autobahn entlang gehen? Nun zu einem weiteren gruseligen Video, das seit einiger Zeit im Umlauf ist. Ich habe es jedoch remastert, um noch mehr der gruseligen Details aufzudecken. Angeblich wurde dieses Video von einer Gruppe wagemutiger Teenager aufgenommen, die beschlossen haben, in ein verlassenes und von Geistern heimgesuchtes Bestattungshaus einzubrechen. Sie ahnten nicht, dass ihr Abenteuer sich in etwas weitaus Schrecklicheres verwandeln würde, als sie es sich hier vorgestellt hätten. Yeah, until nobody's here. Alright. Go. Der Fass ist hier.
Stop, stop. Cops over there. See him? Focus, focus. All right, dude, let's just go. I don't think he's looking at us. Let's go, let's go. Dude, it's a sensor light. It's a sensor. Don't worry. Just give it a nudge. Nice! Alright, shh, shh, shh. I don't know about this, guys. Dude, what a creepy place. Don't be a weirdo. Dude, let's go in here. Yeah, let's check this out. Shh. Hold up, let me get a night shot. Oh, it is a night shot. Go. Is it? Yeah. What the f***? My god. This is scary. It feels colder in this room. It seriously feels cold. I can feel that. Dude, that's this place nuts. Is haunted. I'm telling you, this place smells is smells different. You smell those flowers? It smells like an old person's house. It's freaking crazy. I don't even know. Dude, did you see that? What the f- did you see it? Oh, I saw that. Oh I saw that. God. What was that? A tissue? Get out of here! No way that happened. Out, man. Let's check it. Don't go touch it. Mark, go touch it. Go touch the tissue. What the f- I'm sure it's just. Crazy though. That is messed up. Dude, this place, man. Dude, check out the cheers. Oh my god. Dude, that tissue tripped me up. Is there? Dude, oh my god. Let's get the out of here already. Why are we here still? What are you doing, man? Let's go. Come on, come on. Let's check this out. The only one out of place. No way, that's just a coincidence. Did you get it? Did you get it on tape? Well, yeah, I think I got it. What the fuck? No, man. Let's get out of here. I'm tired of it. What the f***, man? Joe! Dude, what is that? Jeremy, where'd you go, man? What the fuck? Fuck off. Go, fuck off. Go. It's crazy. The f***? Downstairs. Just go. Just go. Look at the hangs in a window or something. Oh, this is great, man. Just great. Let's get out of here. Let's go. Go. Just look around for a window or something. Maybe over here. Nothing. Turn around. Other way. Other way. All let's right. Get the f*** out of here. Juicy. Holy s***. What the f***? Get the f*** out of here. Go. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Die Jungs waren anfangs extrem neugierig und alle waren auch etwas angespannt, als die Gruppe sich dem unheimlichen Bestattungshaus näherte. Sie ignorierten die Polizeibeamten und betraten entschlossen das Gebäude, bereit, die Geheimnisse darin zu enthüllen. Als sie weiter vordrangen, stießen sie auf einen Raum, der offenbar für Trauerfeiern genutzt wurde. Seht ihr, wie sie aus dem Nichts ein Taschentuch aus der Box zieht, ohne dass jemand in der Nähe steht? Und dann, innerhalb weniger Sekunden, hüllte Dunkelheit das gesamte Gebäude ein und versetzte die Jungs in Panik. Mit zitternden Händen und pochenden Herzen nahmen sie dann noch etwas Komischeres auf, welche sie in noch mehr Angst versetzte. Zeigte diese Aufnahme möglicherweise das Gesicht einer übernatürlichen Kreatur? Die Meinungen zu diesem schaurigen Video bleiben geteilt. Einige Skeptiker behaupten, dass die Teenager nur Schauspieler waren, während die Mehrheit glaubt, dass diese furchterregende Erfahrung tatsächlich real war. Doch was glaubt ihr? Dieser Fall wurde von Vincente geteilt, der in einem angeblich verspukten Laden arbeitet. Er gibt an, dass er neben Poltergeist-Aktivitäten zahlreiche Schattensichtungen sah. Und er ist nicht der Einzige, der von diesen Ereignissen verängstigt ist. Alright guys, so I'm hearing this door open and close again, and you know, I'm the only one... Bruh, what the f***? Oh sh**! Ow! Bro, I just got pushed, bro! Ah, my arm hurts.
on, bruh. Nobody in here? Ow, dude, I'm not doing this no more. I'm out, bro, I'm gone. Eines Tages wurde er sogar von diesem Ding gekratzt, als er einige Waren aufhob. Chair's moving. Nobody's in here. Nobody's in the back room. Nobody's behind the door. Nobody's here. In letzter Zeit kann er diese Dinge jedoch immer häufiger auf der Kamera festhalten. Now, come on, man. Oh my. There's nobody in this store, dude. It's freaking me out, bro. Come on, where you at? Like, come on. Bro, you gonna sit here and show yourself in front of me. Alright, so look, I'm hearing this door and there's stuff going on in the back. See, man, that's the stuff I'm talking about. Like, bro, and then I see something. Yo, if there's anybody in here, you need to leave. So, if there's anybody here, go. Yeah, I don't know about this, man. I don't know. What was that, bro? Yo, anybody in here? Anybody in here? Yo, anybody in here? Bro. Nah, I'm out. Warum könnte dieser Arbeitsplatz genau verspukt sein? Lasst mich wissen, was ihr denkt. Danke, Leute, fürs Einschalten.